So, dann möchte wieder jemand mehr Kohle. Ja, hier, nimm. Ärzte haben wir zwar theoretisch. Hallo? Also. Ja, Bestenliste auf Platz 1. Schlechtestenliste auf Platz 1. Ja. So, von den Werten her sieht eigentlich soweit alles gut aus. 32 Ablebensfälle. Also haben wir jetzt gerade nur, glaube ich, 2 dazu bekommen seit der letzten Statistik. Gehalt, ey. 263.000 Gehalt. Guck mal, die anderen. Die haben gerade mal 14.500. Okay. Verstehe ich nicht. Gut. Nein. Arrogant und Großkotz. Es ist nicht verkehrt, noch einen Chirurgen zu haben. Bitte in den Blutmaschinenraum. Ein Arzt in die Röntgenstation, bitte. Wo gehst du hin? Wo will der hin? Ja, meine Chirurgen machen mittlerweile alles andere, nur nicht das, was sie sollen. Oben fehlt ein Chirurg. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Yippie. Mir fehlt ein Chirurg. Wer bist du? Du bist Chirurg. Komm, hier, einer. Ja, 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 ja. Okay, also. Boah, jetzt ist der Ruf wieder runter. Was ist denn das für eine Scheiße? Hä? Der Level ist beendet bei einem Ruf von 350. Zurzeit liegt er bei 409. Merkst du was? Ich frag nur einen Freund. Eine Schwester in die Pharmatheke, bitte. Naja. Naja, naja, naja. Eine Schwester auf die Station, bitte. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Was? Doktor, in den Scannerraum, bitte. Ey, ich hab genug Ärzte, ne? Aber jetzt ist gerade wieder. Jetzt gerade wieder Pause. Oh, da wollte sich vordrängeln. Habt ihr das gesehen? Der Arzt wollte sich gerade vordrängeln, um auf die Couch zu kommen. Meine Ärzte gehören also offensichtlich auch alle auf die Couch. So was. Was ist mit ihr? Oh, schmeiß dir was rein hier. Lass dir was in der Pharmatheke reinzimmern. Hier liegt schon wieder so viel Dreck. Wird auch wieder nicht weggemacht. Yippie. Ach, Manu. Ich habe so viele Ärzte. Ich habe 16 Ärzte, ne? Das sind wirklich viele Ärzte. Stehen irgendwie Leute an Empfang? Nee, ne? Auf dem Empfang wartet niemand. Hm. Einer? Keiner? Zwei? Zwei. Also jetzt teilt sich das vielleicht ein bisschen auf. Ja, hier warten jetzt auch nochmal zwei. Doktor, in den Scannerraum bitte. Doktor, bitte dringend in die Kardioabteilung. Ein Arzt bitte in die Spitzzungenabteilung. Ja klar. Jetzt sind wieder alle Ärzte irgendwie weg. Ein Arzt in die Röntgenstation, bitte. Ich weiß nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll. Wie gesagt, mit dem Ruf, ich kapiere es leider nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich denn falsch mache, damit der Ruf die ganze Zeit wieder sinkt, aktuell. Es ist doch relativ sauber. Ach, Mann, oh. Wo sind denn eigentlich die ganzen Saubermänner? Hier. Der macht eigentlich nur Blumen. Und das ist wieder der Blumentyp. Das ist der Saubermann. Aber er hier macht ja auch nicht wirklich sauber, ne? Sag mal, kann ich... Nee, kann ich wahrscheinlich nicht einsehen, die Spezialisierung von meinen... Nee. Schade, dass man das hier nicht einsehen kann, was wer macht. Das wäre noch schön. Aber das kann ich hier leider nicht einsehen. Muss die alle einzeln durchklicken und ich weiß halt nicht, welche dieses
Und das wird schwer vor allen Dingen durchzuklicken, weil ich keine Maus habe und ich muss sie immer wischen. Und die sind so schnell. Hier, guck mal, der kann mehr sauber machen. So, mehr geht nicht. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Hier sind wieder die Sauberleute. Das ist der Reparaturfuzzi. So, wo haben wir noch welche von den Typen? Wo latscht hier noch jemand rum? Mahlzeit. Ach, hier unten wird sauber gemacht. Okay. Huch. Ja. Habe ich zwei, die Blumen gießen? Scheint so, ne? Der macht mit sauber. Wo ist denn der andere jetzt eine hin? Eine Schwester bitte in die Poliklinik. Oh, bleib doch hier. Ich treffe ihn nicht. Oh, bleib doch mal da. Arzt in die Allgemeinmedizin. Mann, die zu erwischen, ey. Bitte zur Standarddiagnose. So, haben wir theoretisch genug zugewiesen, die sauber machen sollen. Entsorgungsabteilung bitte. Ein Arzt bitte in den Blutmaschinenraum. Doktor, in die Psychiatrie, bitte. Alter, was ist denn jetzt schon wieder? Jetzt machen wir hier der Bäumchen wechsel dich, oder wie? Hey, manchmal. Manchmal frage ich mich ja. Ich hänge schon wieder 2 Stunden fast an diesem, na gut, 1,5 Stunden an diesem einen Level. Und es geht nicht vorwärts. Es geht nicht vorwärts. Ein Arzt in den Hair-Repair-Komplex. Dafür ist jetzt wieder... Großteil sauber. Ein Arzt bitte zur Standarddiagnose. Ein Arzt in die Röntgenstation bitte. Ja, genau. So sieht's aus. Doktor, bitte dringend in die Kardioabteilung. Ein ja, Florian Gänseblümchen, Leiter der Freiheits GmbH, möchte dem Krankenhaus einen Besuch abstatten. Ja, komm halt her. Komm halt her. Was macht unser Ruf? 428. Ja, ne? Tja. 3 Forschende. Aber Forschung ist immer noch nicht abgeschlossen, ne? Nö, Spezialisierung. Tja. Leider kann man das halt auch nicht einsehen mit der Forschung. Geh nochmal auf die Einstellung gerade hier. Stell das alles nochmal ein Stückel runter. So, gucken wir mal, ob das so besser läuft. Ich weiß es nicht. Das ist ja unten auf jeden Fall der Balken, der dann da so im Mitte drin ist. Ein Arzt in die Röntgenstation, bitte. Ja. Schauen wir mal. Vielleicht kommt das. Aber das sieht nicht so aus, als wenn da irgendwas an diesen Rufbalken oben passiert. Und da ist jemand auf der Straße gestorben. Das war außerhalb des Krankenhauses, da kann ich nichts für. Also jetzt wurden gerade wieder sehr viele Leute geheilt, wie man gehört hat. Am Cheering. Ein Arzt bitte in den Blutmaschinenraum. Wieder einer geheilt. Wieder einer geheilt. Boah, hier warten jetzt auch schon wieder 3 Leute? 4 Leute? Es ist also gut, noch eine 4. Allgemeinmedizin zu haben, aber offensichtlich ist sie zu weit weg. Weil die latschen jetzt alle dahinter, wie mir scheint. Ja. Ja, gut, okay. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt daran lag, dass ich den Balken geändert habe, ab wann jemand wahrscheinlich geheilt ist. Wenn ich das hier weiter runter mache. Mal gucken. Nein. So. Diagnoseverfahren. Weiß halt nicht, wie komme ich denn an diesen anderen Balken daran? Achso. So? Keine Ahnung. Probier's mal so. Keine Ahnung. Vielleicht bringt das was. Ein Arzt in die Entseuchungsabteilung, bitte. Ja. Aber geht nicht vorwärts. Tut es leider nicht. Ein Arzt in den Hair-Repair. Boah, hier sind wieder so viele Patienten. Ich glaube, ich muss auch mal wieder eine Reparaturtour machen. Reparaturtour. Also eine Reparatur. Aber ganz schlechter Witz. Egal. Kann ich nicht liegen lassen.
besichtigt gerade das Gebäude. Ja, kann er doch. Ein Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte. So, sind wir einmal alle Dinger durch. Aber hier will jetzt gerade keiner in die Allgemeinmedizin, ein Arzt, ne? In die Allgemeinmedizin. Überleg, den Raum wegzumachen. Arzt, bitte zur Standarddiagnose. Wow. Mach den Raum weg. So, ganz einfach aus dem Grund, in der Hoffnung, dass die jetzt alle hier oben in den Allgemeinmedizinen bleiben, dass die drei dafür reichen und dass dadurch der Ruf wieder steigt. Guck mal, E-Kohle kommt jetzt gerade ordentlich rein, wir heilen jede Menge Leute. Was, wenn Chuck Norris sich einen Döner ans Ohr hält, kann er das Schweigen der Lämmer hören. Oh. Oh. Chuck Norris Witze, ey, wie hab ich mich darüber kaputt gelacht früher? Gab's ja ganze Witz-Compilations auf YouTube. So, keine Ahnung, 10 Minuten lang nur irgendwelche Chuck Norris-Witze. Oh, das war so gut. Wie gesagt, da habe ich mich regelmäßig weggeschmissen. Damals. Ach ja, langes her. So, Rest ist gut. Die gibt's heute noch mehr denn je, diese Witz-Compilations. Okay. Ja, nee. Ich glaube, mittlerweile hat man fast jeden gehört. Damals, als wir noch jung waren, ja. So vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren war ich 25, ey. Gott, da noch jung. Ach ja. Ach ja, ach ja, ach ja. Aber jetzt, wie gesagt, der Rufbalken steigt jetzt wieder. Vielleicht liegt das wirklich daran, wenn diese ganzen Abteilungen alle viel zu weit weg sind. Ja, und mehr Haare hatten. Das stimmt. Obwohl, ne, warte mal. Doch, vor 10 Jahren hatte ich noch ein paar mehr Haare. Das stimmt, das stimmt. Damals. Als die Gummistiefel noch aus Holz waren. Als man Pfütze noch mit O geschrieben hat. Oh, pardon. Wo kam der denn jetzt her? Aber sauber. Ah, gut, geht noch ein bisschen mehr. Vor 10 Jahren hatte ich noch keine grauen Haare. Ich auch nicht. Ich kriege aber keine grauen Haare. Ich kriege weiße Haare. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also zumindest so im Bart kriege ich weiße Haare. Ich muss sagen, meine Platte oben wird nicht mehr. Was soll ich denn sagen? Bei mir wird es auch immer weniger. Aber mich stört das nicht. Deswegen rasiere ich den Scheiß einfach ab und dann juckt mich das auch nicht. Ich bin da nicht so eitel, dass ich sage, hey, ich brauche Haare auf dem Kopf. Mich juckt das einfach nicht. Ist nur kalt im Winter, aber Mütze. Ja, Infektion durch Husten und Niesen möglich. Habt das gehört? Wahre Worte. Ja, naja, gut. Aber AIDS wird nichts. Ich kann mir den Friseur sparen. Ich spare mir den Friseur schon seit, lass mich kurz überlegen, seitdem ich 18 bin. Seit 17 Jahren spare ich mir den Friseur. Was habe ich da an Kohle gespart? Das müsste ich mir mal ausrechnen, ey. Ich habe mir mittlerweile den... Lass mich überlegen. 1, 2, 3. Den dritten Rasierer habe ich jetzt aktuell. Also, Trockenrasierer. So, Haarschneidemaschine. Ne? Also, habe ich jetzt den dritten mittlerweile. In, wie gesagt, 17 Jahren. Mein aktueller, da ist der Akku im Arsch, aber da will ich einfach mal gucken, ob ich den irgendwie austauschen kann. Das Blöde ist, man müsste diesen Akku löten. Löten, ganz ehrlich, mit Akkus und so, das muss nicht unbedingt sein, aber bei uns gibt es ein Repariercafé, das wollten wir eigentlich mal besuchen und das mal reparieren lassen. Muss ich mal gucken, vielleicht kriegen wir das nächstes Jahr mal hin. Wäre nicht verkehrt, weil das Gerät ist ansonsten noch top in Ordnung. Nur, dass der Akku halt runter ist. Erdbeben steht bevor. Ein Erdbeerbeben. Und der war damals teuer, wo ich den gekauft habe. 150 Euro gekostet, das Ding. Glaube ich. Irgendwie sowas in dem Dreh. Deswegen, warum soll ich einen neuen kaufen? Ich kann den ja auch trotz alledem noch mit Netzteil betreiben, aber das nervt halt. Eine Schwester in die Ich war auch schon 20 Jahre nicht mehr beim Friseur. Kollegen, macht das kurz mit der Maschine. Ja. Fertig.
fertig. Also, reicht. Achtung, Erdbebenwarnung. Erdbeerbeben! Meine Schwester bitte in die Poliklinik. Handwerker zur Röntgenreparatur bitte. Cool! Wartung des TKKG-Apparats erforderlich. Ein Handwerker wird gebeten, die Spitzzungenreibe zu reparieren. Der Scanner ist kaputt. In die Allgemeinmedizin. Der Scanner ist kaputt. Er hat sich aufgeraucht. Scheiße. Kacke. Den Scanner, den habe ich erst repariert, ey. Ist noch irgendwas kaputt gegangen außer dem Scanner? Was willst du? Kohle, hier, friss. Friss und stirb, du Heim. Der Scanner ist kaputt gegangen. Das ist doch scheiße. Und dadurch geht jetzt mein Ruf wieder runter. Das kann doch nie wahr sein. Oh Mann, oh. Das ist doch zum Kotzen. So, jetzt kaufe ich mir noch ein Stück Land dazu. Guck mal, ob ich noch irgendwo was Schönes finde. Kohle habe ich ja, wie gesagt, genug. Hier vielleicht. Oh, hier. Auch nicht schlecht. So. Nehmen wir das. Was? Unser Friseur im Ort war zu oft besoffen und die Leistung hat immer mehr abgenommen. Seitdem ergänzen mein Vater und ich ganz gut. Kosten bitte nur in Gang 3. Ja, hier bitte. Hier. Ja, mache ich. Maschinen fallen auseinander. Holen Sie sofort Handlanger. Ihr willst mich doch verarschen, ey. Ich hab genug Handlanger. Alter. Scanner. Nee. Röntgen ist im Arsch. Die Röntgenmaschine ist im Arsch. Ja. Gut. Kaputt. So, bitteschön. Einmal neuen. Doktor, bitte dringend in die Cardioabteilung. Neuen Scanner gebaut. So. Kommen auch noch ein paar neue Bänkchen davor. Aber irgendwie, früher oder später, gehen diese Dinger einfach alle kaputt, weil ich kann euch nicht mal sagen, warum. Auch wenn ich die repariere, sie gehen früher oder später einfach alle kaputt. Also kommt einmal so ein Erdbeerbeben und schon war's das. So, kaum jemand muss stehen. Aber der Ruf, er geht nicht weiter hoch. Oh Mann. Ja, 3 kaputte Räume haben wir. Ah, wenn das mit den Erdbeben mal aufhören würde, das wäre nicht verkehrt. So, was ich jetzt erstmal mache, fällt mir gerade ein, ich speichere gerade mal das Spiel. Wir haben jetzt halt, wie gesagt, fast zwei Stunden nicht gespeichert. Es wäre ganz gut, wenn ich das mal machen würde, bevor hier irgendwas passiert. Speisern. So. So, speichern, okay. Gut, zurück. Ja, ich weiß nicht, warum der Level sich nicht beendet. Also, warum mein Ruf immer weiter sinkt. Ich kann es einfach nicht sagen. Weil, ja. Ich kann höchstens mal, ich guck mal ins Heft. Vielleicht steht im Heft noch irgendwas zum Ruf. Außer, dass ich Leute heilen soll. Weil gestorben ist in letzter Zeit, meine ich, niemand. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Eine Schwester in die Pharmatheke, bitte. Ich lasse euch jetzt gerade mal so ein bisschen alleine mit dem Spiel. Ich lese jetzt gerade mal so ein bisschen durchs Heft. Vielleicht steht hier irgendwas zum Ruf, wie man den Ruf verbessern kann. Ja, aber Ruf, ja, Krankenhausbesucher, Heilung und Ablebensfälle ist diese Mischung da draus. Aber ansonsten, guck mal weiter hinten, vielleicht steht hier noch irgendwo was. Allgemeinmedizin, ein Arzt einstellen im Punkstorm, nein. Flurgegenstände, da sie jetzt die Grundausstattung auch ein wenig gemütlich machen. Die allgemeine Diagnose Bank auf, haben wir gemacht. Gehen Sie bauen, platzieren die Gegenstände, haben wir gemacht. Nö. Teilung. Tja. Das ist halt jetzt echt blöd. Flurgegenstände, Ärzte, Schwestern, Handlanger, Empfangsdame, Heizungstemperatur. Bildschirmforschung. Forschung haben wir ja auch gemacht. Personal. Standarddiagnose.
Personal. Oh, apropos Personal. Ich sollte mal wieder hier Geld. So, was? Polierte Knochen. Die wollen alle zur Poliklinik. Ja. Gut. Ich sollte da vielleicht eine andere Schwester eine reinpacken, die nicht unbedingt gerade am... Hier. Oh, hier. Ein Arzt in die Allgemeine... Tauschen wir die mal aus. Vielleicht hilft das was. Wichtige Durchsage. Patienten mit polierten Knochen treffen ein. Die Beben kann man leider nicht deaktivieren. Das geht leider nicht. Also das ist ja... Das gehört ja zum Spiel dazu, sozusagen, ne? Dass die... halt eben auch mal Erdbeben hier haben. Das ist sozusagen so eine Herausforderung einfach. Die gehört halt dazu. Ich kann halt nicht wirklich viel aktivieren oder deaktivieren. Geht halt nicht. Es geht leider nicht.